figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Sehr schön. Ihr habt also eine Kamera aufgetrieben. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Nun, dürfte ich euch jetzt darum bitten, damit ein paar Aufnahmen für mich zu machen? Ich bin es nicht, die ihr fotografieren sollt. Aber wie ihr wollt. Dann will ich euch mal zu den verschiedenen Zimmern führen. Bemüht euch darum, die unfassbare Energie an diesem Ort einzufangen. Ich ziehe mich dann oben in den Salon zurück und werde dort auf euch warten. Damit ein herzliches Willkommen zu Rise of the Ronin. Wo wir angeblich hier ein bisschen fotografieren sollen. So hauptstory-technisch. Warum auch immer. Ist das dein Ernst? Du triffst dich also wieder mit ihm? Sein Clan ist mir egal. Genauso wie seine Stellung. Ach je. So bist du etwa eifersüchtig? Mach dir keine Sorgen. Wir haben nur geredet. Ehrenwort. Ah ja. Meine Herrin wollte das nun mal. Meine Herrin. Ist das wahr? Nun, wenn du das sagst. Wo war das nochmal? What? Ich wusste, also hier gibt's doch einen Aufgang. Hier. Ja, ich habe jetzt die Arbeit hinter mir. Sehr schön. Auf jeden Fall eine coole erste Chose. Hä? In other words, it's like this. No, no, no. Willst du mich verarschen? Hä? Das wurde nicht mal angezeigt. Hä? Wie kommst du da rein? Ich krieg zu viel. Haltet die Backen. Sag mir lieber, wie ich da runterkomme. Ich check's nicht. Ich glaube, ich muss gleich mal googeln gehen. Weil ich komme hier nicht durch. Hallo, du. Hm.
right. Exactly. Oh. Erinnerst du dich an den Säufer, der aus dem Fenster fiel? Der bekam bestimmt ein. Boah, ist das nervig. Die Besitzerin sagt, dass eine Frau mit lilafarbenem Gürtel zum Dach geht. Die muss den Verstand verloren haben. Ich muss jetzt irgendwie alles aus der Scheiße rausziehen, was ich kann. Und hoffen, dass ich hier irgendwie rund, also reinkomme. Aber hier, was zum Fick hier drinne sollte es sein? Oder auch hier. Du verpiss dich. Ich sag's dir, wie es ist. Okay. Hör mal, bald schon habe ich das Geld. Dann bezahle ich und wir beide. Du weißt schon. Ach, es freut mich, das zu hören. Aber woher hast du das Geld? Nun, ich habe ein paar Waren verkauft, die hier sehr rar sind. Aha. Vielleicht dort? Du hast die Ware, aber das scheint ungewöhnlich viel zu sein. Naja, ich habe ein bisschen Vorrat angelegt. Ich dachte, du weißt die größere Menge zu schätzen. Hey, das ist nicht gut. Wenn ich mit der Welt auch. Hier. It's something like this. Exactly. Exactly. Wieso? Like that. Absolutely. Exactly. Exactly. No, it's not like that. Exactly. Müsste man ja irgendwie unten durch irgendwie kommen, oder nicht? Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Diese Truhe, fehlt die überhaupt dann noch? Oder... Also für die 100% oder? Ah.
Ich check's nicht. Porträt im Freudenviertel. So. Wir gucken kurz. No, they told me that's their best offer. Anyways. Well, at least that's what I've been told. I know. Well, I would have thought so too. You'd think so, wouldn't you? No, it's not like that. Exactly. That's how it is. Oh Gott, schreiben sollte man auch nicht verlieren. I don't really know what else we can do about it. No, they told me that's the best offer. Anyways. Well, at least that's what I've been told. I know. Spannend im Freudenhaus, alles klar. Ja, ich glaube, das geht ein bisschen länger. Das ist halt ein bisschen schade. Ah, ich weiß auf jeden Fall, wo ich noch eine Truhe her haben muss. Das ist einfach nur dumm. Meine Güte, ihr seid aber schnell. Ihr wisst offenbar, wie man mit einer Kamera umgeht. Und nun, zu guter Letzt, geht zum Zimmer am Ende des Flurs. Dort ist ein Mann namens Kogoro Katsura. Er ist ein wenig beängstigend, aber ihr werdet bestimmt mit ihm fertig. Nun, als ich ihn vorhin begrüßte, hat er mich eiskalt angestarrt. Aber bitte, lasst euch davon nicht abschrecken. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass er euch nicht bemerkt. Harris ran. Na los, tragt mir eure Ideen bitte vor. Das Konsulat wird gut bewacht. Da können wir nicht einfach reinspazieren. Wie wär's mit einer Ablenkung? Vorn sorgen wir für Tumult und dann schleichen wir uns seitlich rein. So, das. Speien sie Rauch, die schwarzen Schiffe, oh, die grauen dieser. Hast du ein gutes Bild gemacht? Na? Wer bist du? Komm mit in den Garten, jetzt! Gib es zu. Du bist ein Spitze des Shogunats. Habe ich recht? Ich schlitz dich auf. Beeindruckend. Da will jemand Stress, ne? Oh nein, ich bin kein Spitzel des Shogunats. Einen wirklich schönen Spion hat der Shogun da. Mhm. Komm schon! Mach es mir nicht zu leicht! Jetzt bist du dran. Aha.
ziemlich beeindruckt. Du schlägst Schaden. Besiegt. Du hältst dich zurück, oder? Ja. Na schön. Jetzt mache ich ernst. Es ist soweit. Jetzt zeige ich dir meine tödlichste Schwertechnik. Na genau. Du zeigst mir nur, wie du schön schläfst. Sieh an, wen haben wir denn da? Was machst du hier draußen? Nichts von Bedeutung. Ah. Oh nein. Wollte sich Katsura mit dir anlegen? Du kennst ihn also? Oh ja, ich kenne ihn gut. Das ist der Mann, der mir bei der Suche nach Meister Shoin geholfen hat. Der gute Katsura ist ein alter Schüler und enger Freund von ihm. Er ist unverbesserlich. Vor ein paar Nächten ist er sturzbetrunken und splitterfasernackt herumgetanzt und dann in einen Teich gefallen. Oh. Junge. Tut mir leid. Ich hatte eine wichtige Angelegenheit zu regeln. Na schön. Zurück zu den Getränken. Die nächste Runde geht auf mich. Der Lärm hat mich beunruhigt, aber wie ich sehe, war das nur ihr und Herr Katsura. Würdet ihr mir bitte in meine Gemächer folgen? Ich möchte euch in etwas einweihen. Oh, ich danke euch. Ein fantastisches Bild. Man kann geradezu spüren, wie das Leben an diesem Ort pulsiert. Also, wo waren wir? Ach ja, beim Samurai, der auf einem schwarzen Schiff kam. Bei meinem letzten Besuch des amerikanischen Konsulats habe ich etwas Interessantes aufgeschnappt. Dieser Samurai wird anscheinend oft mit dem Konsul gesehen. Ich habe gehört, dass er als Mr. Harris Leibwache fungiert und seine Hand soll wohl der Klaue eines Dämons gleichen. Das hat mich auch überrascht. Klingt zumindest äußerst sonderbar. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, glaube ich, dass Kichi recht vertraut mit Mr. Harris ist. Vielleicht solltet ihr euch mit ihr unterhalten. Ihr macht wahrlich wunderschöne Bilder. Ihr könnt es sogar mit Katsura aufnehmen. Gibt es denn irgendetwas, das ihr nicht könnt? Ich habe zwar noch mehr Gesuche für euch, aber fürs Erste solltet ihr den Rest dieser Nacht hier in Ruhe genießen. Ist das die Katzendame? Ich glaube ja. Ihr kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, ah, ja? Meine edle Retterin. Ich befürchte, ich brauche dringend eure Unterstützung. Bei was? Meine samtpfotigen Gefährten sind mir entlaufen. Aha. Und keiner von ihnen ist zu mir zurückgekehrt. Ja, wieso wohl? Die Armen sind nur die Geborgenheit des Hauses gewohnt. Ja, ja. Im grausamen Wetter draußen sind sie völlig verloren. Und ich bin das ohne sie ebenfalls. Ja, das merke ich. Wäre es euch möglich, meine geliebten Katzen für mich zu suchen? Ich weiß, es ist sehr viel verlangt, aber
Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe doch glatt meine Manieren vergessen. Aus lauter Sorge kann ich kaum mehr klar denken. Mein Name ist Osogomo. Ich bin eine Kurtisane in diesem Viertel. Ah ja. Ich hoffe inständig, ihr denkt nur nicht allzu schlecht von mir. Nö. Ihr werdet für eure Mühen natürlich auch entlohnt werden. Das verspreche ich euch. Du kannst über mit seinen Taschen um besondere Gegenstände zu halten. Die Auswahl an Gegenständen vergrößerst du mit dem Einsammeln von Katzen. Wie geht die Suche nach den Katzen voran? Ich hoffe, dass sie alle wohlauf sind. Gibt es noch etwas, das ihr gern hättet? Warum immer nur Scham? Gibt es noch etwas, das ihr gern hättet? Aha, schon 30 kostet das Ding. Gibt es noch etwas, das ihr gern hättet? Komikermaske. Gibt es noch etwas, das ihr gern hättet? Ja, wie gesagt, ich kaufe mir zuallererst mal den Charm-Stuff. Gibt es noch etwas, das ihr gern hättet? Keine Ahnung. Also momentan eher weniger. Lebt wohl. Schon haben wir den nächsten. Usugumo Dayo. Okay. Ja, nee, kannst du nicht zwingend. Hä? Jetzt sind wir in dem Raum, wo es die Truhe gegeben hat. Aber jetzt ist die Truhe einfach nicht mehr da. Alles klar. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, mir geht's immer gut. Aber ich kann nicht mit irgendwelchen Leuten agieren. Sagen wir jetzt, die würde mir gefallen. Ich kann nicht mal mit dir interagieren. So wie es gestanden hat. Ich denke wirklich, es ist nur für die, die solche Zeichen haben. Okay. Also wie gesagt, ich glaube, wir sind hier durch. Oh, du gehst nach Hause, was? Ich hörte, du suchst jemanden, der mit den schwarzen Schiffen kam. Sagte mir Tucker. Und? Hast du etwas herausgefunden? Genug. Na also, siehst du? Ich sagte doch, die Leute hier wissen viel. Und das ist nicht alles. Ich weiß, da war dieser Zwischenfall. Aber deine Begegnung mit Katsura könnte sich auszahlen. Vielleicht braucht er mal deine Hilfe. Ich rate dir, dich mit ihm gut zu stellen. Inzwischen denkt er sicher wieder etwas klarer. Du solltest vielleicht mal mit ihm reden. Er übernachtet im Gasthaus Sakura. Wenn du dich jetzt auf den Weg machst, findest du ihn dort. Ich wette, er kann dir bei deiner Suche weiterhelfen. Aha. Ich suche derweil weiter nach Meister Shoin. Sobald ich ihn gefunden habe, stelle ich ihn dir vor. Versprochen.
Wir beide sind jetzt waschechte Freunde, kein Zweifel. Wenn du je in Schwierigkeiten steckst, komm zu mir. So, diese Scheiße ist durch. Hä? Weiß doch nicht, was das sagt. Eben doch! Oh Mann, das war einfach storyrelevant. Mann! Jetzt sagt der eine oder andere. Spiel doch Story, dann weißt du es ja schon. Schon mal begegnet? Ja, sind wir, du Arsch. Hm, nicht von der friedfertigen Sorte, was? Ah! Du warst im Freudenviertel. Ja, genau, an die Augen erinnere ich mich. Nimm es mir nicht übel. Ich habe ein paar Gedächtnislücken. Mal wieder zu tief ins Glas geschaut, was? Leider ja. Deshalb setzt es auch die Niederlage gegen unseren Kumpel hier. Ehrlich gesagt, hätte ich mich aber auch nüchtern schwer getan. Deine Schwertführung ist außergewöhnlich, aber du scheinst Autodidakt zu sein. Ich schlage vor, du testest dein Können in einem richtigen Dojo. Ganz genauso wie der gute Gensui hier. Er nimmt die Kampfkunst so ernst wie seine Studien. Ah, ja. Deshalb ist er wohl auch Shuin Yoshidas Lieblingsschüler. Diese verfluchte Stadt ist voller Fremder, die sich wie Könige aufführen. Ja. Man sollte sie mit Gewalt von hier vertreiben. Nein. Nicht mit Diplomatie. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, wie unnachgiebig unsere Klingen sind. Im Namen dieses göttlichen Landes. Ah, es geht wieder los. Ich gehe spielen. Ich muss dringend meinen Geldbeutel füllen. Wo sind deine Manieren, Shinsaku? Bring unserem Gast etwas Respekt entgegen. Willst du mitkommen? Vielleicht bringst du ja Glück. Du wirkst, als wärst du dem Tod schon häufiger von der Schippe gesprungen. Ja. Anlehnung an den Anfang. In Zeiten nationalen Aufruhrs neigen Menschen dazu, sich in Basen zu organisieren, die ihre jeweiligen Pro- und Anti-Shogunat-Ansichten teilen. Du wirst schnell feststellen, dass Händler in Basen besondere Gegenstände für die Mitglieder ihrer eigenen Fraktion bereitstellen. Bereithalten. Es mag zwar nicht so wirken, aber die beiden sind aufrichtige Männer. Du solltest sie näher kennenlernen. Gensuis Dojo ist gleich hier in Yokohama. Und ich glaube, ich kenne auch Shinsakus Ziel. Du könntest dich ihnen anschließen. Gut. Viel Spaß, ja? Pass auf dich auf. Es mag zwar nicht so wirken, Gensui. Du könnt. Hat Ryoma dich zu mir geschickt? Er versteht es wie kein anderer, Menschen zusammenzubringen. Hör mal, ich helfe dir gern weiter, aber dafür erwarte ich eine Gegenleistung. Erzähl. Die da wäre. Was sagst du zur Lage unserer Nation? Just in diesem Augenblick ziehen die westlichen Mächte ihre Kreise um uns. Und dennoch verhandelt der rote Dämon mit Amerika und duldet keinerlei Widerrede. Ein Abkommen käme einer Katastrophe gleich. Japan befindet sich an einem Wendepunkt. Ich rede von Fürst Yi. Seit seinem Aufstieg nimmt die Unterdrückung Überhand. Du stimmst mir zu? Das bestärkt mich ein wenig. Es ist an der Zeit, diesem Land einen Neuanfang zu schenken. Diesem Ziel haben Meister Shoin und ich uns verschrieben. Doch leider ist mein Kamerad ausgerechnet jetzt nicht auffindbar. Bis der Vertrag erst unterzeichnet, können wir nichts mehr bewegen. Wenn Sakamoto dir vertraut, dann werde ich das auch tun.
Wir planen, den amerikanischen Konsul Harris zu töten und so die Verhandlungen zu stoppen. Doch dazu brauchen wir noch mehr fähige Krieger auf unserer Seite. Wir bitten dich daher, dich uns anzuschließen. Wie ich hörte, suchst du wohl nach dem Samurai vom Schwarzen Schiff. Es heißt, er diene nun als eine der Leibwachen des Konsuls. Wenn wir ihn angreifen, zeigt sich also auch jene Person, die du suchst. Mhm. Womit wir dasselbe Ziel hätten, nicht wahr? Ja. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Falls du uns begleiten willst, treffen wir uns vor dem amerikanischen Konsulat. Wir sehen uns dort. Sozusagen in der Geschichte. Gerade in diesen schwierigen Zeiten gibt es viele Menschen, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Manchmal bitten sie dich darum, ihre Ziele durchzusetzen oder ihre Sache beizutreten. Jenna als Protagonistin beeinflussen die Belohnung, die du erhalten und die Bindung, die du eingehen kannst. Und das ganze Ende der Geschichte. Okay. Macht nur nicht so viel Sinn, weil, Freunde, naja, du kannst halt nach Beendigung der Story alles nochmal ändern, vor allen Dingen die wichtigen Entscheidungen. Und das auch noch so übernehmen. Ich hab dich gesucht. Keine Zeit für Erklärungen. Es geht um einen guten Freund. Er heißt Iso und ist aus Tossa, wie ich. Mhm. Ein paar üble Kerle machen ihm Ärger und er braucht Hilfe. Er wartet in einem Schuppen an der Hodogaya-Station. Komm bitte auch, ja? Bis dann! Bis dann. Handel in einer Basis. Fraktionsbindung mit einer bestimmten Basis vertiefst. Stehen die neue Gegenstände beim Schmied in der Apotheke und beim Händler dieser Basis zur Verfügung. Außerdem verlangen sie weniger Münzen und Silbermünzen als Bezahlung. Sieh dir ruhig an. Natürlich. Das ist scheiße teuer, Bro. Natürlich. Warum immer für diese Währung? Die ist so scheiße rar. Aha. Ja gut, machen wir das zuerst. Hey! Hören wir unseren guten alten Freund. Wer ist denn dieser White Hair? Du hast also hergefunden. Das ist Iso Okada, der Mann, der in Schwierigkeiten steckt. Hey, Ryoma. Ich will mich wirklich nicht über Hilfe beschweren, aber bist du dir sicher, dass wir ihr vertrauen können? Natürlich. Wir sind seit meiner Ankunft in Yokohama zusammen unterwegs. Sie ist ein guter Mensch und eine erstklassige Kriegerin. Also schön. Dein Wort soll mir reichen. Dann wollen wir gleich zur Sache kommen. In Kannai habe ich aufgeschnappt, dass einer dieser Schurken hier sein soll. Er hat sich anscheinend in Hodogaya einquartiert und will sich ins Freudenviertel schleichen. Suchen wir ihn auf der Straße.
Ich denke, er wird nur wenige Wachen dabei haben. Also sollte das ein leichter Kampf für uns werden. Ah ja. Nein, er ist nichts als ein verräterischer Stiefellecker. Er muss um jeden Preis aussortiert werden. Wir brechen auf, sobald die Zeit gekommen ist. Im Dunkeln haben wir die beste Chance. Wie auch immer du dich entscheidest, beeil dich damit. Wenn er uns entwischt, war das alles umsonst. Boah, ist das nervig, ey. Oh. Ich muss noch annehmen. Wir brechen auf, sobald... Danke. Aber sieh zu, dass du dir keine Fehler leistest. Ich leiste mir niemals Fehler. Wenn ich jemanden töte, bleibt er für gewöhnlich auch tot. Zu Pferde würden sie wissen, dass wir kommen. Iso ist wie ich. Ein Kamerad und Samurai aus Tossa. Er ist ein guter Kämpfer und ein ehrlicher Mann. Er hat sich auch diesen Plan ausgedacht. Er sagte, um Japan zu ändern, müssten wir alles versuchen. Ganz gleich, wie nichtig es scheint. Samurai wie Iso und ich stammen vom Gefolge der alten Fürsten von Tossa ab. Als die Yamauchi-Familie übernahm, nun, da hielt niemand mehr etwas auf uns. Sogar in unseren Heimatorten können wir nur niedere Stellungen bekleiden. Okay. Unseren Träumen nachzujagen ist sinnlos geworden. Und Ryomas Familie ist nicht einmal arm, im Gegensatz zu meiner. Ich hoffe, du verstehst das. Wenn wir die Welt verändern wollen, muss es auf diese Weise geschehen. Ihr seid mir zu radikal, ehrlich gesagt. Wir sind da. Also gut. Legen wir uns in der Nähe auf die Lauer und warten ab. Wie wäre es da oben? Ist er das? Da ist unser Mann, wie Iso vermutet hat. Oh Gott, das war... Das läuft halt nicht so wie bei einem Souls-like in der Hinsicht. Hä? Habt ihr's? Muss ich euch nachhelfen? Viel zu easy. Bitte! Aufhören! Ich wollte mich doch nur mit den fremden Händlern gutstellen, um bei den Verhandlungen zu helfen. Schweig. Dreckige Töle des Shogunats. Naja, immerhin durfte er wie ein Samurai im Kampf sterben. Hm. Ja. Er ist dafür verantwortlich, dass unzählige Menschen leiden. Ist das nicht Grund genug? Nun, für einen korrupten Beamten schien er doch gute Absichten zu haben. Wir sind schon viel zu lange hier. Gehen wir, bevor uns jemand entdeckt. Das ist auch wieder wahr. Wenn ich das für mich mache und einen einfach so abschlachte, kriege ich polizeiliche Suche an die Backe geklatscht. Wenn ich das aber in der Mission mache, juckt keine Poli. Na, also. Und vor allem Dingen, wenn ich noch Anti-Shogunat bin. Also.
Keine Ahnung. Oh Gott, was ist jetzt das? Ah, hier bist du. Ah, ich wusste doch, du würdest kommen. Halt dich erstmal an mich, das ist sicherer. Allein ziehen sie dir garantiert die Hosen aus. Aha. Bist du nervös? Das geht mir nicht darum. Ich hasse es zu verlieren. Vor allen Dingen in solchen Bereichen, weil es da meistens um Kohle geht. Na? Halt dich. Ich hab das Gefühl, heute räume ich so richtig ab. Dafür musst du deine Glückssträhne aber mit mir teilen, ja? Da kann ich doch nichts für. Endspiel Höllen. Kannst du Münzen ausgeben, die du gegen Geld erhältst, um Upgrade oder gerade zu spielen? Um ungerade oder gerade zu spielen. Musst du raten, ob die Augenzahl der Würfelrunde ungerade oder gerade ist. Wenn es wird, den Wettansatz an Spielmünzen vervielfacht. Wenn du verlierst, verlierst du auch alle Spielmünzen. Oh Gott. So. Runter mit dem Becher! Los, Leute! Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist... 2 und 2, gerade! Dein Ernst gerade? Ich war mir so sicher. Los, Leute! Macht eure Wetten. Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist... 5 und 4. Ungerade. Ja! Nächstes Spiel. Runter mit dem Becher. Los, Leute. Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist... 2 und 2, gerade! Ich war mir so sicher. Nächstes Spiel! Los, Leute! Macht eure Wetten! Los, Leute! Macht eure Wetten! Gerade oder ungerade? Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist... 3 und 2. Ungerade. Ich war mir so sicher. Nächstes Spiel. Ha, ich hatte eine echte Glückssträhne. Wie lief's bei dir? Ja. Pass aber gut auf. Dein Glück kann sich sehr schnell wenden. Naja, aber wenn ich es so mache, wie ich es für richtig halte, geht's. Ha, ich hatte... Du hast vielleicht Nerven, aber dein Sinn für Humor finde ich gar nicht so übel. Gut, wird doch langsam Zeit. Wer zu lange spielt, gerät gern mal in zwielichtige Geschäfte. Hey,
Hey du! Du bist wohl ein echter Glückspilz. Teil doch dein Glück mit anderen Leuten. Ihr seid richtige Pechvögel. Ihr seid richtige Pechvögel. An uns zugeraten. Von Ding an mich. Okay. Lass mal. Ich mach das. Komm. Ups. Ihr Glückstag war das nicht. Sie wussten nicht, wie ihnen geschah. Und? Wie gefällt dir der Laden? Hier sind immer genug Verlierer, denen man Geld abknöpfen kann. Schau wieder vorbei, wenn du dich etwas vergnügen willst. Wir sehen uns. Jo, wir sehen uns. Jetzt will ich aber noch was austesten. Wir haben auf jeden Fall Gewinn gemacht. Sag ich euch so, wie es ist. Oh. Was macht der denn hier? Haben wir beide irgendwas zu klären? Ja, was machst du hier? Verstehe. Na dann, wir sehen uns. Was möchtest du tun? Warum habe ich so viel? Ach, hier kann man die... Viel Spaß und viel Glück. Runter mit dem Becher! Los, Leute! Macht eure Wetten! Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist... 6 und 6! Gerade! Moment. Und das kann man jetzt halt wirklich permanent machen. Ist zwar ein bisschen umständlich, ne? Weil man jetzt hier den alten Safe laden muss. Ne? Aber es ist eine legitime Art, Geld zu machen. Was möchtest du tun? Was möchtest du im Tausch? Viel Spaß und viel Glück. Warum habe ich jetzt Anschluss 16, 29? Ich verstehe es nicht ganz, aber gut. Los, Leute! Fertig? Komm. 1 und 6, ungerade! Danke! Oh. Ich lag daneben. Nächstes. Los, Leute. Macht fertig. 4 und 4. Gerade. Danke. Haha. Gewonnen. So. Das nennt man Glücksspiel. Auf die ganz unfaire Art und Weise. Was möchtest du tun? Das letzte Mal, als ich so gespielt habe, war... naja. Nicht hier. Warte mal.
Odachi haben wir irgendwie Shikazane der Weißen Brigade. Langschwert, da haben wir für jede Klasse was. 400! Wie teuer ist denn der Shit? Das ist das billigste, das Urban-Gekacke. Oder ich kann mich einfach auszahlen lassen. Was möchtest du im Tausch? Ah nee, das ist die falsche Währung. Ah, schade, ich dachte eigentlich, ich könnte mir eine goldene Nase verdienen. Wie stark sind eigentlich meine jetzigen Schwerter? Ja, das ist halt kein richtiges Upgrade, ne? Du schon gehen? Ja, weil du kannst nix. Was möchtest du tun? Auszahlen lassen. Ist es gut gelaufen? Wie viele willst du? Hä? Das hat ja gar nichts gemacht. Also sorry. Nee, das zahle ich mir nicht aus. Sorry an der Stelle. Aber eigentlich kannst du dir das ja easy... Moment. Spiel beenden. Weil eigentlich kann ich jetzt die 60 setzen, auf 120 upgraden, dann die 120 setzen, auf 240 upgraden und dann immer so weiter. Und am Schluss kannst du dir das ganze Regal kaufen. Oh, nein. Hier. Das ist ja richtig broken eigentlich. Weil du dürftest gar nicht so viel setzen dürfen, dass du auch noch einen Grind hast. Weil wenn du es halt nicht auf ehrliche Weise wie ich machst, sondern einfach den hier machst. Was möchtest du tun? Viel Spaß und viel Glück. Ja, das brauche ich nicht. Und dann einfach den hier machst. Los, Leute. So. Ungerade. 5 und 1 gerade. Scheiße. Jetzt sieht man hier, okay. Okay, haben wir verloren. Hier fehlt einfach das Spielladen-Ding, aber egal. Dann machen wir hier wieder auf Titelbildschirm zurückkehren. Gehen wieder rein und so lange, bis wir ne, reich sind wie die Hölle und dort eigentlich ausgesorgt haben. Wenn ich irgendwie eine Scheiße finde, wo ich mir... auch die andere Währung so holen kann an der Stelle RIP. Was möchtest du tun? Viel ja. Spaß und wie gesagt, viel Glück. Noch einmal verdoppel ich, weil ich es kann. Spielmünzen eintauschen. Garantiert nicht. Ich werde nie los, wieder Leute. Kohle eingeben. Verb 1 und 2, ungerade. Jetzt, ah, jetzt fickt er mich. Aber anders hart. Ja, gewonnen! Los, Leute, macht eure Wetten. Fertig. 1 und 2, ungerade. Oh, wow. Ich habe jetzt einfach normal gewettet, weil ich halt... Na. Nur eins in den Topf geschmissen habe. Macht einfach nie den Fehler und ladet das Falsche, ne? Oder speichert ungewollt. Das wäre unheimlich unnötig. Es ist am Ende des Tages immer noch ein scheiß Glücksspiel und naja, das ist wie bei Pokémon bei der Lotterie. Los, Leute! Macht eure... Fertig! 4 und 2! Gerade!
Oh Gott, ja. Hör auf. Nein, ich mache jetzt noch die Stunde voll. Haben wir heute ein bisschen was erlebt. Ja, genau, neues Spiel. So sehe ich aus. Hey, ich könnte so meine Zeit mit der Scheiße vertrödeln. Vor allem Ding, wenn du halt immer noch falsch liegst, permanent. Weil, jetzt müsst ihr gucken, jetzt wird wieder ungerade sein. Viel Spaß und viel Glück. Und dass dieser Scheißtext immer sein muss. Fertig? Ah. 4 und 3, ungerade. Ah, ich wusste es. Hab ich ein Pech? Los, Leute, macht euch fertig. 3 und 2, ungerade. 2-mal gerade. Wer hat denn ihm ins Hirn geschissen? Beenden. Eigentlich dachte ich, das wird dann ein leichteres Unterfangen, aber es ist, wie gesagt, immer noch Glücksspiel. Deswegen würde ich euch nie raten, Glücksspiele zu machen. Macht halt echt keinen Sinn. Und im Game könnt ihr es ruhig machen, weil ihr da zum Teil, wie in diesem hier, rerollen könnt. Indem ihr einfach den alten Save ladet. Was möchte... Aber im echten Leben funktioniert das halt nicht. Da könnt ihr lange warten. Los, Leute! Macht eure Pferd 2 und 6! Gerade! Danke. Geht doch. Ja! Und tschüss. Und zum Glück speichert das Game das. Stellt euch mal vor, ihr müsstet das in Row machen und dann jedes Mal wieder ausgeben. Das viel Spaß ist und viel Glück. Dann richtig räudig. Los, Leute! 4 und 3, ungerade! Yes! So kann es dann auch gehen. Dann gehen wir wieder zurück, speichern mal eine Runde. Jetzt drücke ich mal random wieder auf ungerade. Viel Spaß und viel Glück. So. Los, Leute. Macht eure Wette. Ungerade. 4 und 1, ungerade. Yes. Hallo, jetzt haben wir schon 480. Das erste können wir uns schon gönnen. Jetzt können wir 480 direkt in den Topf schmeißen. Das ist richtig angenehm. Was möchtest du tun? Viel Spaß und viel Glück. Dann spielen wir nochmal. Los, Leute! 2 und 2, gerade! Tada! Schon haben wir 960. Ich ein Fan. Perfekt. Und dann, weil ich es kann, wieder mal gerade. Ey, so fies. Viel Spaß und wie ich die umgehe. Klar, wenn's schief läuft, ne? Los, Leute! Fährt 3 und 3, gerade! Habt ihr gesehen, was ich da gerade gemacht habe? Gewonnen! So, wieder raus. So. Dann hier wieder speichern und das machen wir in einer Tour. Bis wir so viel haben, dass wir den ganzen Laden leer kaufen können. Ne? Was möchtest du tun? Viel Spaß und viel Glück. Das hat nichts mehr mit Glück zu tun, Bro. Los, Leute. Fertig? Dann schließen wir die Wette. Ah, 1000 ist maximal. 5 und 6 ungerade. Also können wir bis 1000 alles ausgeben.
Weil wir können eh nicht mehr als 1000 reinjockeln. Preise kaufen. Also der hat hier 10 Stück von, juckt mich aber noch nicht. Und wer schnarcht hier so hässlich? Also ich kaufe mir zuerst mal das Uchi-Katana, weil ich's kann. So, das haben wir dann. Stirnband juckt mich eher weniger. Glücksspielerkleidung. Alles klar. Ja, ist auch wieder scheiße teuer. Kaufen wir jetzt schon. Kaufen wir jetzt auch schon. Erinnert mich an Demon Slayer. Ach so, das nee, das macht ja keinen Sinn. So, Knoten des Schicksals. Yes. Ja, easy. Accessoire. Aha. Jetzt brauche ich insgesamt noch 2, 4, 600. 1200, 1800. 2400 zusätzlich. So, die haben wir auch schon gekauft. Schreibzubehör, Klingenreparatur. Oh, das ist richtig cool. Aber das lasse ich noch hier, weil sonst werde ich es eventuell mal ausgeben. Ey, ich habe jetzt dich halb leer gekauft. Was willst du von mir? Viel Spaß und viel Glück. Glück, wie gesagt, brauche ich nicht. Los, Leute. So. 5 und 1 gerade. Scheiße. Ja, wie gesagt, normalerweise wie gewohnt so zerronnen, aber hier straight away wieder raus, wieder rein. Und das kannst du halt permanent. Und ich verstehe nicht, warum man das kann. Das macht ja der Reiz scheiße. Das ist auch bei Pokémon so gewesen. Weil, ja. Wenn ich immer unter einem bestimmten Wert dort auch gefallen bin, habe ich immer gereset und wieder von neu angefangen. Klar gab es sicher auch so ehrenwerte Männer unter euch und Frauen, die das ganz legit erspielt haben, aber nö. Ich doch nicht. Los, Leute! Macht! So. 6 und 6! Gerade! Hey, jetzt ist der gerade Shit am Dampf. Naja, ich mach das jetzt offscreen noch ein bisschen und dann sehen wir uns, wenn ich da das meiste gekauft habe, Freunde. Tödelö. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my.